Alter, leck mich am Arsch! Denn jeder, der es wagt, den Krieg zu zerstören, wird von mir fortgejagt, mit deiner Kraft zu spüren. Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z, das Erbe von Goku Teil 2. Ja, wir spielen zum Goku. Und warum? Weil ich zu blöd zum Kacken bin. Meine Fresse nochmal, ey. Oh, ganz kurz. Ich habe die Aufnahme gestartet. Habe angefangen zu erzählen und vorzulesen, denn ich wollte alles nachfarmen. Das hat aber nicht funktioniert, weil als ich die Capsule Corporation, also aus dem Zimmer rausgehen wollte, wo das Ende vom letzten Part war, da ging eine Sequenz los, und zwar ging der Fernseher los und Cell hat erzählt von wegen hier, er will ein großes Turnier machen, bla bla bla. Und nachdem er das erzählt hat, haben sich alle Figuren so ein bisschen aufgeregt, haben nichts gesagt, aber sich halt aufgeregt. Und naja, das Ende vom Lied ist, dass dann Son Goku und Son Gohan aus dem Raum von Geist und Zeit zurückgekommen sind. Son Gohan jetzt den Super Saiyajin beherrscht, stand da und Kamehameha beherrscht. Und dass wir jetzt Son Goku spielen können, guck mal, er macht Liegestütze, das nenne ich mal ein super Kampfsportler. Dann ging es darum, dass wir das Son Goku Dende vom Planeten Namek geholt hat, als neuen Gott auf der Erde. Und ja, jetzt sind wir auf der Suche nach den Dragon Balls und ich habe natürlich den Save State gemacht und vorher hier auf diesem verkackten Ding abgespeichert noch. So dass ich euch das jetzt vorenthalten muss, was ich euch jetzt zeige. Und zwar haben wir schon den ersten Dragon Ball. Wegen meiner Blödheit, ja, der Fehler in der letzten Aufnahme war einfach, ey, ich könnte mich darüber so aufregen. Dass Traps mein Headset nicht erkannt hat. Und da habe ich die ganze erzählt und erzählt und erzählt und abgespeichert und so weiter. Und dann gucke ich mir die Aufnahme an und kein Ton. Toll. Super. Natürlich klasse. Egal. Auf jeden Fall, der Dragon Ball ist da unten links auf der Karte. Ihr seht ja da unten diesen orangenen Punkt. Nein, nicht den da oben, sondern den da. Ihr seht ja den orangenen Punkt, der da jetzt oben links in der Ecke ist. Nehmen wir das als Ziel. Und zwar oben links die Ecke ist jetzt das Ziel. Und der Dragon Ball lag hier unten genau da irgendwo. Irgendwo hier. Wer jetzt so blöd ist und fragt, was meinst du denn? Oben links die Ecke, da wo das L ist, für die L-Taste ist das Ziel. Und da ist mal eben hier der Punkt, was ich euch zeigen will. Der Punkt, diese Insel, ja? Und dann hier unten ist irgendwo der Dragon Ball. Wer jetzt fragt, ey, was meinst du jetzt? Leute, ja, egal. Aber wir haben den Dragon Ball hier schon ergattert. Heißt, wir können hier abhauen. Ich bin ja echt schlecht gelaunt. Das regt mich gerade voll auf. Auf zum nächsten Dragon Ball. So. Ostbezirk 439. Ich glaube, das ist, Son Gokus Heimat. Bam. Bam. Aber wo ist hier der Dragon Ball? Das ist die Frage. Schauen wir doch mal auf die Karte. Hier, das ganze Gebiet, da haben wir noch gar nicht erkundet. Wo ist der Dragon Ball? Wo ist der Dragon Ball? Da ist noch was, was wir nicht erkundet haben. Was zur Hölle? Warum haben wir das nicht erkundet? Und warum sehe ich hier nicht, wo der... Das ist was, wir gucken mal eben nach, was da oben ist. Da können wir mal eben hinspeeden. Whee! Ja, wie ihr sehen könnt, ist der Speed ein bisschen höher als beim letzten Video. Oder bei meinen letzten Videos. Liegt daran, dass ich mit dem neuen PC aufnehme und hier... Ach so, das war das. Richtig, ne? 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 War das der Bezirk? Ja, natürlich. Ach, so ein fucking Shit. Ja. Und Son Goku hat sich im letzten Part als Noob rausgestellt. Der ist die ganze Zeit gestorben auf dem Weg, den Dragon Ball zu holen. Und da musste Vegeta ran und eben alles erledigen und ja. So. Oh mein Gott. Dreckschlange, Dreckschlange. So. Ich weiß schon, wo wir hin müssen. Und bestimmt brauchen wir jetzt eine andere Figur. Kann ich drum wetten. Drauf wetten. Ja, natürlich. Was haben wir da? Nur Vegeta. Fick dich. Mann, geht mir nicht auf den Sack. Ah, nee, scheiße. Oh, falsche Richtung. Hä? Hier muss er irgendwo auch... So, hier. So. Charakter wechseln, bitte. Und zwar auf Vegeta. Hui.
Ja, ich habe gesagt, ich will in diesem Projekt nicht speeden. Jetzt tue ich es trotzdem aus dem einfachen Grund, weil mir das ziemlich auf den Sack geht gerade. Ich gerade ganz schön angepisst. Meine Fresse nochmal. Bam. So, Urknallkanone, das übersteht keiner. Sogar die beiden nicht. Oh, tot. Und bam, auf in den nächsten Bereich. Oh, eine Kapsel. What the? Was zur Hölle? Da-da-da. Du hast eine Ausdauerkapsel plus 1 erhalten. So, tot. Die geben, glaube ich. Alter, willst du mich verarschen? Kannst du mal sterben, bitte? So. Oh ja, genau. Oh mein Gott. Ha, wie mich solche Level ja wieder aufregen, ne? Stirb, 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 stirb. Oh mein Gott. Bäm. Autsch. Ja, genau. Leck mich am Arsch. Oh. Ich werde mich jetzt natürlich nicht darüber aufregen, was diese Typen mir hier auf den. Oh mein Gott, jetzt stirbt doch endlich. So, tot. Ja. Der Bezirk ist jetzt. Are you fucking serious? Jetzt geht ihr zu zweit mit euren scheiß Wurfstern auf mich los. Oh mein Gott. Und er wechselt immer die Seiten, wenn man ihn tritt. Alter. 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 So. Die kann man wohl kaputt machen. Super. Wo waren wir denn jetzt hin überhaupt? Ich muss mal kurz gucken. Luki Luki. Nein. Luki Luki machen. Gehen wir erstmal hier hoch, würde ich sagen. Und gucken, was wir hier so machen können. Vielleicht finden wir irgendwo auch was, womit wir den Charakter wechseln. Oh, eine goldene Kapsel. Das ist ja schon mal sehr gut. So. Also hier findet ihr noch eine goldene Kapsel. Du hast eine goldene Kapsel erhalten. Ich glaube, jetzt fehlt uns noch eine, ne? Soweit ich weiß. Nein. Oh mein Gott. Oh, 7, nicht eine. Ich habe gedacht, wir haben schon vier. Fuck. Viel mehr. Ja, genau. Immer mitten in die Fresse rein. So. Ja, genau. Versteck du dich mal, du blöder Bastard. Du kannst doch einfach mal sterben. Ich drücke immer die falsche Taste. Ich will da eigentlich drauf drücken. Achso, hier ist kein Geheimweg. Irgendwo hier gab es nämlich einen Geheimweg. Den findet man nicht so einfach. Was hast du denn? Mucki? Tot. Miau. Mein Kater hat mich gerade angemaunzt. Warum maunzt der? Nein, jetzt knabbert nicht an meinem Finger. Er knabbert jetzt gerade an meinem Daumen. Das ist nicht schön. Was nimmt mir die Konzentration? Oh mein Gott. Diese blöden Roboter werden auch immer stärker, ne? So ein motherfucking Scheiß. Was machst du denn? Willst du kuscheln? Heftig das gerade, dass ich. Nein! Nepomuk, nein! Ich habe keine Zeit. Stirb, stirb, stirb. So, tot. Oh, wie er an mir lang kuschelt. Oh, was willst du denn? Oh, Katzen können so toll sein. Wisst ihr das eigentlich? Wer von euch hat eine Katze? Ich kenne da einen Let's Player, der hat eine Katze. Auf jeden Fall. Da ist der Geheimweg. So einfach findet man den. Ich bin auf der Suche nach Gokus Haus. Er hat uns von Freezer gerettet. Vor Freezer gerettet. Und dafür wollte ich ihm persönlich danken. Ich wusste ja nicht, dass alle anderen neuen Namek aufgesucht haben. So. Was meinst du denn? Süßer. Mein kleiner Knuffi-Muffi. Stinky, mein kleiner Müffel. Nee, nicht mein Finger knabbern. Ich brauche die Finger zum Spielen. Ja, genau. Ah. Oh, jetzt fällt dir ein. Das. Krallen in der Schulter. Oh mein Gott. Oh. Er war gerade auf meinem Schoß, hat sich so hochgestellt auf zwei Beine, um an meine Schulter ranzukommen. Und ja. Dann hat er natürlich die Klauen ausgefahren, weil er sich festhalten will. Oh mein Gott. Fick dich.
So, tot. Nein. Na. Warte. Hä? Nein. Oh mein Gott. So, du kannst jetzt mal eben genau sterben. Nepomuk! Oh, er hat. Oh scheiße, er hat mein Headset hochgedrückt. Entschuldigt, Leute, das war keine Absicht. So, jetzt gehen wir hier mal runter. Oh ja, genau. Ja, genau, komm schon. Oh ja, gib's mir, ihr Schweine. Du bist jetzt tot. Irgendwo hier unten müssten wir eigentlich den Dragon Ball finden, weil ich glaube nicht, dass wir unbedingt mit Son Goku hier hin müssen. Wobei das eigentlich mein Ziel war, damit er ein bisschen trainiert wird. Weil er hat Level 35, wenn die anderen schon alle Level 40 sind. Ah. So. Natürlich alles einsammeln, was wir kriegen können. Na, wo sind die Ninjas? Vorhin sind doch die ganze Zeit die Ninjas irgendwo irgendwie aufgetaucht. Und jetzt kommen sie nicht mehr. Haben wohl Angst, wa? Darunter wollen wir, aber das schaffen wir nicht. Hier, können wir den scannen? Jawohl, kann man scannen. Ich habe die anderen noch gar nicht gescannt. Bam. 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 Tot. Ah, Nepomuk, nicht die Krallen ins Bein rammen. Ich hab dich ja auch lieb, aber muss mir nicht wehtun. Hast du verstanden? Hier, die können wir noch eben scannen. Einmal scannen, bitte. Ta-da-ta-ta-ta. Pa-bam-pa-bam. Nein, 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 nein. Haha, daneben. Noob. Ta-da-ta-ta-ta. Rote Zahlen sehe ich am liebsten. Na, nicht rote Zahlen. Okay. Ha! Stirb! Verreck einfach dran. Meine Fresse. Gelbe Zahlen sehe ich am liebsten. Ta-da-ta-ta-ta-ta. Pa-pa-pa. Nein. 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 Oh mein Gott. Ich will wenigstens noch einen Dragon Ball finden. So. Und vielleicht noch ein Level-Up mit Vegeta haben. Stirb. Jetzt stirb doch mal. Wenn wir es denn hinkriegen. Hier können wir wechseln. Und das machen wir auch. Ich weiß, dort ist eine goldene Kapsel. Ich habe es auch gesehen. So, auf zu Son Goku. Der wird sie jetzt aber bestimmt gleich wieder richtig schön failen. Du hast eine goldene Kapsel erhalten. So, Son Goku brauchen wir in dieser Ebene. Nämlich, damit wir weiterkommen, müssen wir doch da oben lang. Schade, ich habe damit nicht gerechnet. So, da oben wollen wir hin. Kein Problem, kein Problem. Goku macht das schon. Mal gucken, wie viel, wie schnell Goku ein Level abkriegt von den Typen. Oder besser gesagt, wie lange er braucht, um einen zu töten. So, das ist ja gar keine Erfahrung, die er da kriegt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh ja, genau. Fick dich, stirb doch einfach, du behinderter Penner. So. Alter, willst du mich verarschen? Nein, nein! Ah, jetzt! Ah, tot. Oh mein Gott. Ja, die Typen bringen einfach keine Erfahrung, das lohnt sich nicht. Bringt die Erfahrung? Ah. Oh nein, ich... Ich depp, ey. Ich geh auch noch Fick dich. Ach, auch keine Erfahrung. Super, das hat sich ja auch wieder gelohnt. Oh, wie diese Roboter abnerven können. So ein Dreck, so ein Rotz. Oh mein Gott, was... Was für eine Verschwendung. Mann, kannst du nicht sterben? Doch, kannst du. Kannst du! Ich sehe es doch in deinen Augen. Hallo? Könnt ihr das mal lassen? Ja. Meine Fresse nochmal. Mein lieber Herr Gesangsverein, was soll das denn? Tja, hängst fest, wa? Hängst fest, wa? Loser. Zäh, Level 35 erster Durchgang. Durchgang. Warum wohl? Oh, shit. Ein roter Ninja. Er ist stärker als die anderen. Wir werden ihn einfach mit Energiebällen abschmeißen. Und, kein Level-Up. So, schauen wir einfach mal. Ich glaube, dass dieser Orden, wollte ich gerade sagen, dass der Dragon Ball ziemlich schwierig wird. Nepomuk, lass mich in Ruhe.
Willst du mich verarschen? Stirb. Meine Fresse. Hui. Hui. Nix. Videokameras sind hier auch. Oh, ich wollte gerade sagen, das sieht sehr nach Ninja aus. Weil wegen Waffen und so. Weißt du, wisst ihr was? Ach, shit, hä? Oh mein Gott. Raus, 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 raus. Habe ich jetzt gar keinen Nerv drauf zu sterben. Wisst ihr was? Wir machen jetzt hier ein Safe State. So. Und wir... Beenden wir? Ja, wir beenden den Part für dieses Mal. Ich werde aber offscreen mal eben schnell wieder gesund machen und so, Son Goku. Und dann auch gleichzeitig ein paar Fische und magische Bohnenfarmen gehen. Also danke, Leute, fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Dragon Ball Z, das Erbe von Goku, Teil 2. Haut rein, schaut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Den Goku.